Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kennt mich ja vermutlich. Hallo, ich bin Javid. Ich darf Oberst Bickeroth begrüßen. Ich grüße auch alle ganz herzlich. Und das ist sagen jetzt auch unserer eigenen Verfahrensanweisung geschuldet, dass wir natürlich zum Schutz von uns allen die Masken aufbehalten. Wir möchten heute über das akute Lungenversagen sprechen, über das ARDS, was man da machen kann. Und ich freue mich darauf, Oberst Bickeroth hier zu begrüßen, freue mich auf den Vortrag, sag vorab schon mal Danke. Sehr gern. Von uns allen Assistenten, vielen Dank, dass du das heute machst. Vielen Dank, das ist ganz freundlich. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Oberst Bickeroth ist Oberarzt in der Anästhesie und ist aktuell eingesetzt in der Covid-Intensivkoordinationsstelle. Habe ich das richtig gesagt? Wunderbar, genau so Ja. ist. Genau, von der Charité und was das genau heißt und was ihr da macht, da kommen vermutlich auch noch ein paar Erklärungen gleich. Genau, ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir auch so ein bisschen das Thema Covid mit einbeziehen und nicht ganz außen vor lassen, obwohl natürlich eigentlich ursprünglich geplant war, heute über Piep-Titration im ARDS zu reden. Und ich glaube, das macht auch an sich sehr viel Sinn, weil Piep ein wichtiger Baustein der Lungenversagenstherapie ist. Und das ist ja was, was man im Alltag nicht unbedingt auf jeder Station ständig macht. Wunderbar. Dann geht's los. Ich freue mich. Gut, ja, also auch nochmal mein Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich habe aufgrund der aktuellen Covid-Lage gedacht, ich bringe mal ein paar aktuellere Daten von gestern mit. Die sind entnommen dem DIVI-Intensivregister. Das DIVI-Intensivregister ist entstanden aus einer ARDS-Netzwerkseite, die Professor Weber-Carstens über Jahre gepflegt und unterhalten hat und die in letzter Zeit hervorragend betreut wird von Herrn Menk. Und beide zusammen haben es geschafft, mit dem Robert-Koch-Institut und dem Bundesgesundheitsminister das Ganze jetzt auf einer DIVI-Plattform zur zentralen Meldeplattform für freie Intensivkapazität in Deutschland zu machen. Das ist ein Register, was es vorher überhaupt nicht gab und was jetzt unheimlich wichtig wird, natürlich in so einer Situation, wie wir sie aktuell haben. Und da sieht man hier eigentlich ganz gut, wir haben an Covid-Patienten aktuell in intensivmedizinischer Behandlung ungefähr 1900 Patienten und der größte Teil dieser Patienten ist auch tatsächlich invasiv beatmet. Ich nehme mal kurz unser Bild hier weg, dann können die Kollegen auch einmal sehen und sagen, das DIVI-Logo ist gerade nicht zu sehen. So. Wunderbar. Ja, dann seht ihr das auch. Genau. Und das ist sozusagen auch die Seite, auf der man tagesaktuell, stundenaktuell Intensivkapazitäten in Deutschland sehen kann. Das ist unheimlich nett aufgezogen, finde ich persönlich, weil das Ganze auch so eine Ampelformat hat. Also grüne Betten sind frei, Kliniken, die knapp werden mit Intensivkapazität, sind gelb dargestellt und rot heißt, wir sind voll und können keinen mehr aufnehmen. Das ist natürlich auch gedacht für die Landkreiskrankenhäuser, die dann nach Betten suchen, um Patienten zu verlegen und gleich sehen zu können, die größeren Kliniken in dem Umfeld, die um sie herum sind, gibt es da noch Platz oder brauchen wir da gar nicht erst anrufen. Das ist eigentlich sehr smart gemacht und ist auch bis jetzt sehr gut angenommen worden. Wenn man sich das mal anguckt, wie die Intensivkapazität in Deutschland im Moment verteilt ist, dann sieht man natürlich hier die altbekannte regionale Verteilung. Also unten in Bayern ist ein Schwerpunkt, dann Nordrhein-Westfalen und die Gegend von Aachen rum. Aber Berlin hat mittlerweile hier auch schon einen ganz schön großen Kreis drumherum, wenn man sich das anguckt. Und die Zahlen in diesem Register, das ist jetzt Stand gestern Morgen 6:14 Uhr. Da sieht man hier aufgetragen die Anzahl von Patienten in der intensivmedizinischen Behandlung, die Covid-positiv sind. Und hier die Daten aufgetragen. Und da sieht man, dass es hier doch einen deutlichen zeitlichen Verlauf gibt, der sich jetzt eben so einer logarithmischen Kurve annähert, wie wir sie aus den Infektionszahlen aktuell von Deutschland auch kennen. Dazu ist aufgetragen hier die Anzahl an teilnehmenden Kliniken. Man sieht also, das war wirklich eine hochspezialisierte Seite für akutes Lungenversagen, die dann seit ihrem Launch und seit der Maßgabe vom RKI, dass alle Intensivmedizinbetten vorhaltenden Kliniken da eingeben müssen, auch einen deutlichen Zuwachs erfahren hat. Und im Moment fehlen uns, glaube ich, noch 300, 400 Kliniken. Und dann haben wir sie alle komplett damit auch erfasst. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Tool, was jetzt aktuell dazugekommen ist. Wie gesagt, einsehbar immer unter DIVI-Intensivregister und bei Google ganz leicht zu finden. Gut.
Das nächste, was ich gedacht habe, was vielleicht ganz interessant ist, weil viele es einfach noch gar nicht kennen und wissen, wir haben ja sehr früh, und auch das war wieder maßgeblich Professor Weber-Carstens und dazu Professor Weimann, innerhalb von Berlin und mit dem Senat gemeinsam ein ARDS-Netzwerk zur Behandlung von Covid-Patienten, die intensivpflichtig werden, hochgezogen und haben dann auch vom Senat das Mandat gekriegt, als Charité die Intensivbetten in Berlin-Brandenburg zu koordinieren. Und das ist sozusagen das Mapping von diesem Netz, was hier dargestellt ist, ist zum Beispiel die Levelstruktur, die dieses ganze Netzwerk hat. Also es gibt drei Level-1-Zentren, das sozusagen das höchste Level, obwohl wir eigentlich immer diesen Level-Begriff so ein bisschen kritisch gesehen haben, weil der immer ja so ein bisschen mit impliziert, eins sei besser als das andere. So ist es überhaupt nicht gemeint und auch nicht zu verstehen. Aber einfach um so eine Größeneinordnung auch hinzukriegen und auch eine Einordnung zu haben, was ist an technischen Mitteln dort möglich, nicht? Und dann gibt es als Level-1-Zentrum noch das CWF und natürlich Mitte. Da ist Mitte. Und dann gibt es eben 13 Level-2-Kliniken, so haben wir sie jetzt mal genannt, die im ganzen Land Berlin verteilt sind und mit denen wir jetzt eben sehr eng zusammenarbeiten. Und das ist eine unheimlich produktive und kollegiale Zusammenarbeit. Wir telefonieren mehrfach täglich. Wir alle melden ihre Intensivbetten, die mit Covid-positiven Patienten belegt sind, an uns. Und wir können dann unsere Statistik updaten und eben auch versuchen, beratend oder helfend, wenn es um Bettennot, um Verlegung geht, einzugreifen. Und das ist eine sehr intensive Arbeit, die 24/7 läuft. Und wir sind für die Bettenallokation in Berlin und in Brandenburg immer erreichbar unter dieser Nummer. Da sind sechs Kollegen 24 Stunden lang erreichbar. Und wir versuchen also, egal mit welchem Anliegen, immer zu helfen. Also einfach niederschwellig anrufen, wenn es um Fragen zur Beatmung und Therapieoptimierung oder auch zum Suchen von Intensivbetten geht. Hier bei uns ist es ja ganz klar geregelt. Innerhalb der Charité machen wir das ja so, dass aus den Rettungsstellen die Patienten entweder über die Intensivkoordinatoren wie üblich verteilt werden, die Covid-positiv sind und intensivpflichtig sind. Man kann aber jetzt auch den anderen Weg gehen, dass man erst die Hotline anruft und dann rufen wir die Bettenkoordinatoren an, weil wir natürlich auch immer die lokalen Situationen auf den Intensivstationen bei uns mit berücksichtigen, sodass es da im Moment beide Wege gibt und das ist auch ganz richtig so. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch jetzt stellen, sowohl in die Comments als auch in die WhatsApp-Gruppe oder in die Silo-Gruppe, da sind die Links ja bekannt. Gut. Und last but not least, die Zahlen von gestern, die Entwicklung von Intensivstationspatienten, die Covid-positiv oder ausstehende Testergebnisse, also das heißt Verdachtsfälle in Berlin sind. Und da sieht man also, dass wir bei den Covid-positiven Patienten einen deutlichen Trend haben. Das hat sich jetzt in den letzten 24 Stunden nochmal sehr geändert. Wir sind jetzt nicht mehr bei 144, sondern schon so in der Richtung 160 Patienten und wir sehen also einen deutlichen Trend mit dem Anstieg der Zahlen. Und auch hier in Berlin ist es so wie in Deutschland und auch vorher in Italien und China, der Großteil der Patienten ist invasiv beatmet und braucht eben Pieptherapie. Das ist so mein Cliffhanger zu dem eigentlichen Thema, mit dem ich hier mal angetreten bin. Die Applikation von PEEP im ARDS und das richtige Einstellen von PEEP nach der Evidenz, die wir im Moment haben. Das ist eine Aufzeichnung aus den 80er Jahren, wofür ich Professor Lachmann extrem dankbar bin. Das ist eine Lungenpräparation an einem Hund. Sie sehen hier einen eröffneten Thorax. Und dieses tief sedierte und völlig narkotisierte Tier erfährt hier einen Beatmungsdruck von einem Plateaudruck, also einem oberen Druck von 35 cm Wassersäule, ohne dass ein positiv endexpiratorischer Atemwegsdruck, also PEEP, angelegt ist. Das heißt, das Delta zwischen unterem Druckniveau und oberem Druckniveau ist hier tatsächlich auch 35 cm Wassersäule. Und ich finde dieses Bild so eindrucksvoll, weil man eben sehr schön sieht, wie in der Inspiration diese Lunge völlig überdehnt ist. Also die großen Tidalvolumen, die Lunge aufreißen. Man sieht sogar, wenn man genauer hinguckt hier, und das ist kein Präparationsschaden, auch einen kleinen Pneumothorax da oben schon. Und in der Expiration fällt die Lunge eben komplett in sich zusammen. Und das ist ja das, was wir
als Atelektrauma aus der Literatur alle kennen. Die Lunge fällt zusammen, die Atelektasen reiben übereinander. Das erzeugt mechanischen Scherstress und das Ganze macht dann eben das, was man als Biotrauma kennt. Die Kapillaren reißen kaputt und es gibt eben einen Zytokinsturm, der dann auch zum Multiorganversagen beiträgt. Prinzipiell ist es ja so, im ARDS versterben die meisten Patienten nicht in einer schweren Hypoxämie, sondern eben sekundär in einem Multiorganversagen. Und das ist einer der wichtigsten Gründe, die man auf diesem Video so schön sieht, wenn es jetzt auch weitergehen würde. Also, soll ich nochmal drücken? Ich hab's. Ja. Hier kann man wunderbar sehen, warum Piep wichtig ist. Sie sehen dieselbe Lungenpräparation, erkennbar an dem gleichen Pneumothorax. Und Sie sehen, dass wir jetzt einen Piep von 15 cm Wassersäule angelegt haben und einen Plateaudruck von 25. Das heißt, das Tidalium, was resultiert, ist deutlich reduziert. Mhm. Und man sieht eigentlich sehr schön, dass diese Lunge in der Endinspiration nicht mehr so wahnsinnig überdehnt ist wie vorher und eben durch den Piep offen gehalten wird. Das heißt, nicht mehr in sich zusammenfällt und dass auch der resultierende Druckunterschied zwischen Piep und Plateaudruck viel kleiner ist. Und darauf kommen wir an anderer Stelle dann nochmal zu sprechen, warum das für die ARDS-Therapie von immenser Bedeutung ist, dieser Delta-P oder der Distensiondruck. Gut, das als kleiner Einstieg, auch als Einstieg noch vorweg, weil es einfach so schön ist, weil die Geschichte nämlich auch mit einer Viruspneumonie anfängt, und zwar ist es die Geschichte von ARDS an sich, das hier aus einem Review im Blue Journal erschienen zu der Geschichte vom ARDS. Und die Geschichte geht so, dass Dave Ashbow und Tom Petty, die beide damals Pulmonologen waren, auf der Intensivstation einen Patienten hatten, der eine schwere Viruspneumonie hatte und die kein Beatmungsgerät gefunden haben. Und wo haben sie sich bedient? Natürlich in der Anästhesiologie und haben also einen alten Ventilator gefunden, damals hochmodern, einen Engström 1954 Model. Und dieser hatte einen komischen Knopf. Und zwar war dieser Knopf der sogenannte Expiratory Retard Control Knopf. Und dann geht die Geschichte so weiter, dass also beide nicht wirklich wussten, was dieser Knopf eigentlich macht. Aber der eine hat geglaubt, er könnte nützlich sein und sie haben ihn also mal ausprobiert. Und der Effekt vom Drücken auf diesen Knopf war dramatisch, weil dieser vorher blaue Patient wurde auf einmal wieder rosa und der Blutdruck stieg, sodass er wieder messbar war. Sie haben dann im Nachgang natürlich herausgefunden, dass dieser Knopf nichts anderes gemacht hat, als die Expiration so lange zu verzögern, daher auch Retard, dass die Expiration nicht mehr vollständig war, sondern eben auf einem gewissen positiv endexpiratorischen Druck beendet wurde, wenn die nächste Inspiration anfing. Und damit war Piep eben zur Behandlung des Lungenversagens in die Therapiewelt gekommen. Daraus ist eine Publikation im Lancet geworden, die vorher im New England Journal und in zwei anderen großen Journals abgelehnt worden war. Und hier ist die Tabelle aus dieser ersten Publikation von 11 Patienten mit viraler Pneumonie. Und da sieht man eben, wenn man sich anguckt, die arteriellen Sauerstoffpartialdrücke ohne Piep 42 mm Hg und mit Piep 141 mm Quecksilbersäule. Also ein dramatischer Unterschied, der natürlich noch deutlicher wird, wenn man sich hier die Sättigung anguckt, 78% zu 98%. Sauerstoffsättigung des Blutes. Damit war Piep auf dem Tablett, nur dass eben in dieser Originalliste nicht oben stand No Piep Piep, sondern No Retard und Retard. Das ist eine ganz schöne Geschichte zu der Entstehung von Piep in der Intensivmedizin und der Behandlung von ARDS. Und dieser ersten Publikation folgten zahlreiche weitere Publikationen. Das ist hier noch eine ganz frühe Arbeit aus den 70er Jahren im New England Journal, auch von einem Lehrstuhlinhaber der Charité, Professor Falke, publiziert. Und es sind die Originalaufzeichnungen von Patienten über die Zeit, die gemessen bekommen haben den Sauerstoffpartialdruck arteriell für Sauerstoff und gemessen wurden bei einem Piep von 15 cm Wassersäule, Sieb für Zero Piep, also kein Piep, und wieder Piep 15 cm Wassersäule. Und da sind auch natürlich diese Effekte von Piep auf das Offenhalten der Alveole
und damit der Anstieg des Arteriellen Sauerstoffpartialdrucks ganz deutlich zu erkennen und auch mit einem Wiedereinsetzen von Pieps ist der Anstieg wieder deutlich zu messen im arteriellen Sauerstoffpartialdruck. Das waren 8 Patienten. Damals konnte man 8 Patienten im New England Journal gut publizieren. Das ist heute anders. Das ist eine der Arbeiten, die ich für am allerrelevantesten halte, wenn es um die Frage geht, was ist der beste Piep? Das ist eine Arbeit aus der Gruppe von Suter, auch im New England Journal publiziert. Und die haben untersucht, was ist der beste Piep und wie verhalten sich andere klassische Messparameter der Pulmonologie und der angewandten Physiologie, wenn dieser beste Piep erreicht ist. Und sie haben definiert als besten Piep den maximalen Sauerstofftransport. Das sieht man hier aufgetragen, maximaler Sauerstofftransport und der jeweils individuelle beste Piep des Patienten, also da, wo der maximale Sauerstofftransport erreicht war, ist dann aufgetragen unter die Compliance der Lunge und den gemessenen PaO2. Und was man hier sehr schön sieht, ist, dass an dem Punkt, wo sie den maximalen Sauerstofftransportkapazität, also das ist ja ein Produkt auf Sauerstoffgehalt und Herzzeitvolumen erreicht haben, sie bei eigentlich allen Patienten zwar mehr Piep anwenden können, also plus 3 und plus 6 Zentimeter Wassersäule, dass darüber aber die Compliance der Lunge schon wieder deutlich abnimmt, obwohl sie einen weiter höheren arteriellen Sauerstoffpartialdruck erreichen können. Das ist sicherlich eine ganz relevante Arbeit, weil sie nämlich das erste Mal die inhaltliche Frage stellt, was ist denn der beste Piep? Und für die Organperfusion und die systemische Verteilung von Sauerstoff ist ja sicher die Frage nach Sauerstofftransport eine ganz relevante. Und wenn man diese Patienten dann gemessen hat, hinsichtlich ihrer initial bei Aufnahme gemessenen funktionellen Residualkapazität, dann ist hier aufgetragen, Was ist denn das nochmal? Funktionale Residualkapazität? das ist das Lungenvolumen, was bei fast kompletter Ausatmung sozusagen noch offen bleibt, die man selber hinkriegt und die man eben entweder bodyflebotomografisch oder mit so einer Super Syringe bei intubierten Patienten damals dann gemessen hat. Hier ist es tatsächlich radikal gemessen, wenn ich es richtig erinnere, mit Helium-Auswaschmethode oder Stickstoff glaube ich. Und da sieht man eben hier aufgetragen den jeweils individuell identifizierten besten Piepwert. Und die Patienten, die keinen bzw. niedrige Piepwerte brauchen, die sieht man weiter links. Und die Patienten, die die höchsten Piepwerte brauchen, um die beste Sauerstofftransportkapazität zu erzielen, die sieht man weiter rechts. Das heißt, das ist ein ganz früher Hinweis darauf, dass die noch offene Lunge verbunden ist mit dem Schweregrad der Erkrankung. Und deshalb ist das, finde ich, ein ganz wichtiger Slide, der hier nicht vergessen werden darf. Wir kommen dann weiter in die modernere Zeit. Das ist jetzt hier eine der frühen Publikationen, einem der norditalienischen Gottväter, wenn ich das so sagen darf, der ARDS-Behandlung, Luciano Gattinoni in JAMA publiziert. Und der hat den Schritt gemacht, weg vom Röntgenbild, klassische AP-Aufnahme hin zu CT. Und das war das kann man sich heutzutage aus unserer Perspektive natürlich gar nicht mehr vorstellen, immenser Schritt in der ARDS-Diagnostik, weil alles, was sie vorher hatten, war eine Lunge, die war entweder in einem oder in zwei oder in drei oder allen vier Quadranten weiß und das war sozusagen das bildmorphologisch messbare Äquivalent von Lungenschaden. Mit der nun möglichen CT-Diagnostik hat sich das natürlich alles dramatisch geändert. Und hier sehen wir so eine klassische frühe CT-Aufnahme. Unten sind die konsolidierten und schweren feuchten Areale der Lunge. Und das war was wirklich Neues damals. Es gibt eine dorsoventrale Verteilung des ARDSs. Und meistens ist es eben so, wenn die Patienten flach auf dem Rücken liegen, dann sind die abhängigen Lungenpartien die, die schwerer sind und mehr Lungenwasser enthalten und dementsprechend dann auch mehr Tendenz haben zu kollabieren hier unten. Was Gattinoni dann ganz früh gemacht hat, war die Dichte dieser Lungen zu messen. Das kann man ja in CT anhand von Scores einschätzen, wie dicht ist diese Lunge. Und die normale Lungendichte ist ungefähr 0,3 Gramm pro Kubik. Meter, Milliliter und eine ARDS-Lunge ist eben schwerer und feuchter.
Und was er dann gemacht hat, ist, er hat den sternovertebralen Durchmesser des Thorax gemessen im CT und hat dann gesagt, diesen Wert multipliziert er mit der Dichte der Lunge, die in den CT-basierten Messungen rausgekommen ist, und das sei dann der optimale Piep. Also hier 21 cm sternovertebrale Durchmesser mal 0,7, das spezifische Gewicht dieser Lunge, ergibt einen Piep von 15. An der dichtesten Stelle dann, oder? Naja, da bin ich mir unsicher, das ist auch in der Publikation. Gattinoni ist ein unheimlich guter Physiologe und unheimlich guter Intensivmediziner, aber in der Publikation ist das nicht so fürchterlich genau für mich zu erkennen gewesen. Ich nehme es an, dass es die mittlere Dichte der Lunge ist. Aber das ist sicher kein Verfahren, was in irgendeiner Weise zielführend ist zur heutigen ARDS-Therapie, sondern ein hochexperimentelles Verfahren, um einen Weg zu finden, um den besten Piep einzustellen. Und ja, mit dieser Publikation kommen wir jetzt schon in das modernere Zeitalter der ARDS-Therapie und der Identifikation von besten Piepwerten. Wenn man sich diese frühe Arbeit von Marcello Amato, also einem der aktuell sehr großen ARDS-Intensivmediziner, anguckt, die haben damals statische Inflationsdrucke gemessen. Also das heißt, man hat den Patienten diskonnektiert vom Beatmungsgerät, hatte eine große 3-Liter-Spritze und hat dann in kleinen Schritten bis zu einem gewissen Druck ein Volumen appliziert. Und dann hat man das Volumen, was aus dem jeweiligen Druckschritt resultiert hat, auf der Ordinate aufgetragen und hier unten eben den jeweiligen Druck. Und dann kann man solche Kurven zeichnen. Und diese Kurven, die sind deshalb... Eine Volumendruckkurve, die wir vom Herzen ja auch kennen, ne? Ja, ganz genau. Und nur eben hier einmal den Schritt weggegangen vom Herzen, wenn es an dieser Stelle erlaubt gewesen ist, hin zur Lunge. Und man hat relativ gut identifizieren können, dass ungefähr 60-70% der Patienten hier unten einen unteren Inflexionspunkt haben. Also die Kurve wird auf einmal steiler. Und dieser untere Inflexionspunkt, der ist interpretiert worden als der Punkt, über dem die Lunge in der Endexpiration dann nicht mehr vollständig kollabiert. Also auf einmal konnte man viel mehr Volumen mit einem geringeren Druckanstieg in die Lunge applizieren. Das heißt, hier muss die Lunge offener gewesen sein. Und dann ist als nächstes identifiziert worden ein sogenannter oberer Inflexionspunkt, wo die Kurve dann wieder in ihrer Steilheit auf einmal abnimmt. Und der ist interpretiert worden als der Punkt, an dem die Lunge dann an Compliance verliert, weil das Tidalvolumen mittlerweile so groß geworden ist, dass sie überdehnt wird. Und der experimentelle Ansatz, für den wirklich immer noch zu applaudieren ist aus meiner Sicht, war eben dann zu sagen, wir versuchen den Piep oberhalb dieses unteren Inflexionspunktes zu setzen, sodass wir ein Kollabieren der Lunge in der Endexpiration verhindern. Und wir versuchen gleichzeitig zu verhindern, dass unser Tidalvolumen über den oberen Inflexionspunkt hinausschreitet. Das heißt, in der daraus folgenden Studie sind zwei Gruppen untersucht worden. Die eine Gruppe hat ein reduziertes Tidalvolumen erhalten und ein Piep, der oberhalb des Inflexionspunktes lag. Die andere Gruppe hat traditionelle Tidalvolumen von 10 bis 12 Milliliter pro Kilogramm vorhergesagtes Körpergewicht erhalten und man hat sich nicht um den oberen Inflexionspunkt gekümmert. Ich muss allerdings sagen, dass eben ein großer Teil der Patienten nur diesen unteren Inflexionspunkt aufgewiesen hat. Bei allen, wo man den nicht sicher identifizieren konnte, ist der Piep einfach auf 15 gesetzt worden. Das mag heutzutage arbiträr erscheinen, aber 15 ist für ein schweres ARDS ja jetzt auch noch kein wirklich hoher Piep. Was haben die Autoren gefunden, wenn sie diese beiden Gruppen miteinander verglichen haben? Achso, hier ist nochmal aufgetragen die Compliance, die dann resultiert aus einer Niedrig-Tidalvolumen-Beatmung. Da sieht man eine Compliance von 40 Milliliter pro Zentimeter Wassersäule. Und wenn man eben größere traditionelle Tidalvolumen appliziert hat, dann war die Compliance schon deutlich kleiner. Und das ist hier statische Compliance, also dynamische Effekte von dynamischen Schwingungen während der Beatmung sind hier nicht mehr vorhanden. Und was haben Sie gefunden? Wenn man hier sich die Survival-Kurve anguckt, dann haben Sie gefunden, dass bei diesen, ich glaube, es waren irgendwie sowas wie 100 Patienten, sehen Sie mir nach, dass ich das N hier vergessen habe, aufzuschreiben, dass die Patienten, die ein reduziertes Tidalvolumen erfahren haben, mit einem Piep, der oberhalb des unteren Inflexionspunktes lag, deutlich häufiger überlebt haben, die ARDS-Therapie, als die Patienten, die mit konventionellen Tidalvolumen beatmet waren.
Das war natürlich keine Idee, die den Klinikern einfach so eingefallen ist. Da ging eine Myriade von experimentellen Untersuchungen vorweg. Aber das war sicher die erste moderne Umsetzung von dem, was wir heute als lungenprotektive Beatmung bezeichnen. Und hat als direkte Folge dann auch die große ARDS-Netzstudie, die dann 2000 im New England Journal publiziert ist, nach sich gezogen, wo eben dann das erste Mal untersucht wurde, der Einfluss auf das Überleben von einer festen Kombination aus FiO2 und PEEP-Werten mit einem Tidalvolumen, was reduziert war auf 6 Milliliter im Vergleich zu einem Tidalvolumen traditionell mit 12 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Und wo eben diese klassische, diese Kurve, die Sie eventuell schon mal gesehen haben, die zeige ich jetzt hier nicht nochmal, Survival Benefit deutlich geworden ist für die Patienten mit reduziertem Tidalvolumen, die mit einer starren Tabelle, einer fixen Kombination aus FiO2 und PEEP beatmet wurden. Das war sozusagen eine wirkliche Meilensteinuntersuchung, weil dann auch so groß im New England Journal publiziert, dass es gut sichtbar war für die ganze Welt. Und diese Arbeit hat eine Myriade von Folgeuntersuchungen nach sich gezogen. Zum Beispiel ein paar Jahre später die Alveoli-Studie von Roy Brower, der verglichen hat dieselben Tidalvolumen mit zwei unterschiedlichen PEEP-Tabellen. Also hier ist die aus der ersten ARDS-Studie, die ich eben gezeigt habe. Fixe Kombination FiO2-03, PEEP gleich 5, mit einer Tabelle, die mit höheren PEEP-Werten arbeitet. Da ist man dann schon bei einem PEEP von 12, bei einer FiO2 von 0,3. Gefunden werden konnte kein additiver Benefit von höheren PEEP-Werten im schweren ARDS. Nichtsdestotrotz konnte auch kein Nachteil von höheren PEEP-Werten gefunden werden. Also die Kurven lagen direkt übereinander, die Überlebenskurven. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Studie, weil die eben zeigt, dass höhere PEEP-Werte im schweren ARDS sicher anwendbar sind, ohne Schaden zu verursachen. Und interessant ist eigentlich, sind eigentlich die moderneren Folgeanalysen, die daraus gefolgt sind. Das sind hier zum Teil kompliziertere Graphen. Also hier ist aufgetragen, die Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu versterben, wenn man einen höheren PEEP hat gegen einen niedrigeren PEEP bei Patienten im ARDS und mit einem signifikanten Vorteil für höhere PEEP-Werte. Und dieser Benefit, der geht dann verloren, wenn man höhere PEEP-Werte anwendet bei Patienten mit Lungenschaden, also die alte ARDS-Definition, da gab es ja eine Trennung zwischen akuter Lungenschaden, ALI, hin zu ARDS, die gibt es heutzutage nicht mehr, als die Arbeit gemacht wurde, gab es sie noch, aber Patienten mit weniger schwerem Lungenschaden profitieren nicht davon, wenn man höhere PEEP-Werte appliziert. Und dann hier eine retrospektive Analyse aus allen großen ARDS-Netzwerkstudien, also inkludiert über 3000 Patienten. Und die haben einen ganz interessanten Ansatz gewählt. Die haben hier die adjustierte Wahrscheinlichkeit zu versterben aufgetragen über den Effekt von einer Änderung des PEEPs auf das Verhältnis von arteriellem Sauerstoffpartialdruck durch FiO2, also dieser berühmte P-zu-F-Quotient, von dem immer so gerne und so salopp geredet wird. Und da sieht man relativ deutlich, dass wenn man den PEEP ändert in eine Richtung, die größer 0 ist, also alles eine positive Änderung des PEEPs und daraus ein Anstieg des P-zu-F-Verhältnisses, also man bewegt sich weiter nach rechts, resultiert, dann folgen die Patienten mit der Wahrscheinlichkeit zu versterben dieser Kurve. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit zu versterben nimmt ab. Während hingegen, wenn man den PEEP ändert und der Effekt auf P zu F ist kleiner 0, also es gibt keinen Oxygenierungsbenefit, dann gibt es diesen Überlebensvorteil für die Patienten nicht mehr. Und in der Zusammenfassung lassen sich diese Daten subsumieren als eine sichere Verwendbarkeit von höheren PEEP-Werten im Zusammenspiel mit einem reduzierten Tidalvolumen von um die 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Diese Beatmung reduziert die refraktive Hypoxämie und verbessert das Überleben und reduziert die Beatmungsdauer im ARDS. Sie ist allerdings ohne Vorteil bei Patienten mit weniger ausgeprägter Lungenschädigung. Das ist deshalb wichtig, weil wir tatsächlich bei uns im ARDS-Zentrum auch die Hochpiep-Tabelle benutzen für Patienten mit schwerem ARDS. Nun ist es aber eben auch so, dass wir hier an der Charité eben schwerstkranke Patienten behandeln, die sicherlich zum größten Teil
auf dieser Skala operieren, wo höhere Piepwerte das Überleben verbessern. Jetzt weiche ich so ein bisschen vom Thema ab mit den nächsten Folien, weil mir das ganz wichtig war, noch zwei, drei andere Grundprinzipien der ADS-Beatmung auch mit reinzubringen heute, weil es ja eben jedem, der jetzt auf einer Intensivstation, ob lang oder kurz eingesetzt, vielleicht zukünftig arbeitet, auch passieren kann, dass er damit konfrontiert ist. Das andere, was unheimlich relevant ist, ist der Unterschied zwischen Piep und oberem Plateaudruck in der druckkontrollierten Beatmung. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie nehmen ein fixes Tidalvolumen, sagen wir mal 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, und applizieren das auf einen Piep, dann ist die Druckdifferenz, die daraus resultiert, ja nichts anderes als die Antwort auf die Frage, wie groß ist die mir zur Verfügung stehende Lungenoberfläche, um dieses Tidalvolumen aufzunehmen. Ist die Lunge sehr klein, resultiert eine große Druckdifferenz. Ist die Lunge noch groß und es gibt wenig Atelektasen und wenig geschädigte Bereiche, dann sind 6 Milliliter eben ein unheimlich niedriges Tidalvolumen und können gut aufgenommen werden. Und deshalb ist Delta P ein ganz interessanter Parameter, um eben die Frage nach der Größe der in der ADS-Welt so bezeichneten Babylunge zu beantworten. Die Babylunge deshalb, weil die eben klein ist, die ADS-Lunge, und nicht mehr viel Lungengewebe für Ventilationsfläche zur Verfügung steht. Und da gibt es eine unheimlich spannende Untersuchung, retrospektive Analyse, auch im New England Journal publiziert und das auch noch aktuell. Die nehmen ja normalerweise gar keine retrospektiven Datenanalysen mehr an, in den guten Zeitungen. Und auch diese Abbildung, und es tut mir leid, die ist wieder nicht so fürchterlich einfach. Aber hier sind über 3000 Patienten aus den großen Netzwerkstudien zusammengefasst und sind gematcht nach unterschiedlichen Bedingungen. Hier ist aufgetragen der Atemwegsdruck und die Patienten sind eingeteilt nach gleichen Piepwerten, aber unterschiedlichen Differenzen zwischen Piep und oberem Plateaudruck. Hier unten ist aufgetragen die im Hospital Versterbenswahrscheinlichkeit pro Patientenzahl in dem jeweiligen Balken. Und man sieht ganz deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit zu versterben abnimmt, je niedriger der Delta P ist, bei gleichen Piepwerten. Also wenn Sie einen Patienten mit einem gegebenen Piep, hier ist er eingetragen mit 11, beatmen und daraus resultiert ein sehr niedriger Delta P-Druck von 10 cm Wassersäule, dann hat er wahrscheinlich ein Tidalvolumen erhalten, was lungenprotektiv genug ist, um seine Mortalität zu verringern. Wenn Sie aber einen Patienten mit so einem Piep beatmen und daraus resultiert ein fürchterlich hoher Distensionsdruck auf die Lunge, dann ist das Tidalvolumen für die zur Verfügung stehende Lungenoberfläche hochwahrscheinlich viel zu groß und Sie erzeugen damit eben das, was wir als ventilatorinduzierten Lungenschaden bezeichnen, was man am Anfang in der ersten Folie mit dem Video auch so schön gesehen hat. Also Sie geben ein Tidalvolumen in eine Lunge, die damit überdehnt wird und hohe Scherstresse erfährt und damit eben auch Risiken von iatrogenem Lungenschaden erlegen ist. Dann haben Sie, und das finde ich ganz gut, die Patienten in andere Balken eingeteilt und gematcht, und zwar nach gleichem Delta P. Also Sie haben sich Kohorten gesucht, die immer denselben Distensionsdruck hatten und unterschiedliche Piepwerte. Und siehe da, das biologische Signal geht verloren. Alle Patienten haben die gleiche Versterbenswahrscheinlichkeit im Krankenhaus und es ist eine reine Funktion des Delta Ps, obwohl die Piepwerte sich irrsinnig unterscheiden. Und das nächste, was sie gemacht haben, und auch das finde ich unheimlich spannend, ist, sie haben die Patienten eingeteilt und gematcht nach gleichen Plateaudrücken. Um die Frage zu beantworten, ist der Plateaudruck selber ein überlebensrelevantes Zielparameter? Und was sie gefunden haben, ist, wieder, ist der Delta P groß, ist die Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu versterben groß. Ist der Delta P klein, ist die Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu versterben kleiner, obwohl der Piep hoch ist. Also der Delta P-Wert ist ein ganz relevanter Wert, wenn Sie Patienten beatmen, und bettseitig ist es heutzutage immer ein Ziel, den Delta P-Wert unter 14 cm Wassersäule zu halten, damit wir eben vermeiden, ein
formal richtiges Tidalvolumen von 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu applizieren, was in Wirklichkeit entweder zu klein oder zu groß, also eher zu groß für die Lunge ist, weil das ja das Risiko, sodass man die Therapie dadurch auch noch optimieren kann. Das ist eine ganz wichtige Untersuchung. Die andere wichtige Datensammlung, die ich unbedingt mitbringen wollte, sind Daten aus der sogenannten Lung-Safe-Arbeit von Giacomo Bellani, der gerade intensiv in der italienischen Intensivwelt natürlich gefordert ist und seine Patienten mit Covid-19 beatmen muss. Und die haben untersucht, wie ist weltweit die Verteilung der Tidalvolumen und der applizierten oder resultierenden Plateaudrucke bei Aufnahme auf die Intensivstation je nach ARDS-Schweregrad. Also ARDS-Schweregrad unterteilt in mild, moderat und schwer und dann eingeteilt in Patienten, die einen Plateaudruck haben, der unterhalb von 30 cm Wassersäule ist und eingeteilt in ein Tidalvolumen, was größer als die vorgeschlagenen 6 bis 8 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht ist. Und da sieht man also, nur dieser Bereich der Patienten, die sich hier in diesem Quadranten bewegen, der ist lungenprotektiv beatmet. Und in der Summe resultiert eben, dass ein Großteil der Patienten außerhalb dieses Quadranten beatmet ist. Und die intensivmedizinische Beatmungswelt sich an diese evidenzbasierten Grundlagen der ARDS-Beatmung null hält und die Patienten beatmen, wie sie wollen. Das Gleiche ist hier in anderer Form dargestellt. Hier ist aufgetragen der jeweils applizierte Piepwert zur FiO2. Wir haben ja vorhin über die fixe FiO2-Pieptabelle gesprochen, die eben wichtig ist, um zumindest einen Anhalt für eine evidenzbasierte Pieptitration zu haben. Und da sieht man, hier ist kein Zusammenhang zwischen applizierter FiO2 und eingestelltem Piepwert. Es ist keine deutliche Steigerung der Piepwerte mit den FiO2-Werten zu erkennen. Man müsste ja hier praktisch so einen linearen Anstieg erwarten. Aber davon ist überhaupt nicht die Rede. Die Patienten erhalten im Mittel extrem niedrige Piepwerte, unabhängig von ihrem Schweregrad des ARDSs. Das ist natürlich eine furchtbare Erkenntnis gewesen. Und ein klares Zeichen, dass hier eben viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, um sozusagen die Basics der Beatmung von ARDS-Patienten auch noch weiter in die ARDS-Welt zu verbreiten. Eine andere Frage, die ganz oft kommt und die auch im Zusammenhang mit COVID sicher aufkommen wird, ist die Frage nach sogenannten Rekrutierungsmanövern. Die Vorstellung ist, und das ist sicherlich auch für reine atelektatische Lungen, die gerade zusammengefallen sind, nicht konsolidiert und nicht intensivmedizinischen Komplikationen unterlegen sind, sondern frisch beatmet sind, gibt es dafür auch eine Rationale zu sagen, man macht diese Lungen wieder auf und hält sie offen, um eben dieses Lungengewebe zurückzurekrutieren zur Ventilation. Ob das Ganze in der intensivmedizinischen Welt bei Patienten mit Lungenversagen, die eben immer eine sehr heterogene Gruppe, je nach Ätiologie, also häufigster Grund Pneumonie, früher war ein häufiger Grund, der im Moment deutlich abnimmt, schwere Polytrauma, transfusionsinduzierte Lungenversagen, alles Mögliche kommt ja immer in diese heterogene Gruppe mit rein. Und da war eben die Frage, ob ein Recruitment-Manöver, das Mor die Mortalität im ARDS, wenn man danach den Piep adäquat einstellt, reduzieren kann oder nicht, nie beantwortet. Und das ist jetzt hier eine relativ aktuelle Arbeit von Cavalcanti, auch in JAMA publiziert. Und die haben zwei Gruppen untersucht. Eine Gruppe, wo sie sozusagen ein Open-Lung-Prinzip nach dem berühmten Editorial von Burkhard Lachmann angewandt haben und gesagt haben, also wir rekrutieren die Lunge maximal. Wir setzen in kleinen Schritten den Piep hoch auf 35 cm Wassersäule. Das sind erhebliche Piepwerte. Können Sie sich alle als Kardiologen bildlich vorstellen, wie der venöse Rückstrom zum rechten Herzen da aussieht, und applizieren darüber Spitzendrucke von 50 cm Wassersäule. Und dann haben sie was gemacht, was ich eigentlich was ganz Kluges finde. Sie haben nämlich danach schrittweise den Piepwert reduziert und dann wieder geguckt, wo ist die beste dynamische Compliance der Lunge, und haben dann im nächsten Schritt, wenn sie diesen Punkt identifiziert hatten, nochmal rekrutiert
und den PEEP, den Sie als optimal bezeichnen, 2 Punkte höher gesetzt als diesen Punkt der besten Compliance, um sozusagen die Lunge maximal möglich offen zu halten. Und als Vergleichsgruppe hat wieder gedient die Beatmung, die ich vorhin vorgestellt habe, aus der allerersten ARDS-Netzwerkstudie, also die Niedrig-PEEP-Tabelle und die Reduktion von Tidalvolumen, so wie sie in der ersten ARDS-Netzwerkarbeit zu einer Reduktion der Mortalität geführt hat. Was haben die Autoren gefunden? Bei über 1000 Patienten in einer multizentrischen Arbeit, sie haben gefunden, dass die Mortalität deutlich höher ist in der Gruppe, die mit Rekrutierungsmanövern behandelt wurden, als in der Gruppe, die mit einem relativ niedrigen PEEP, aber einer Tidalvolumenreduktion nach Standardverfahren behandelt wurde. Wenn man sich die Daten genauer anguckt, dann ist es eben so, dass die hämodynamischen Konsequenzen von solch forciert hohen PEEP-Drücken, die relativ schnell appliziert werden, sicher ein Grund waren für das häufigere Versterben. Es gab Reanimationen während des Rekrutierungsmanövers und es gab eben auch Pneumothoraces, die dann nicht schnell genug behandelt werden konnten und zu diesem Mortalitätsunterschied sicher deutlich beigetragen haben. Was bleibt jetzt übrig? Übrig bleibt für die bettseitige PEEP-Titration, und das ist jetzt aus meiner Sicht die zusammenfassende Folie, die zum Mitnehmen gedacht ist. Der PEEP soll auf irgendeiner rationalen Basis eingestellt werden. Die beste Datenlage, die es gibt, ist die PEEP-Tabelle nach dem ARDS-Netzwerk. Und wir sind der Meinung, für schwere Lungenversagen ist die Hoch-PEEP-Tabelle aus der zweiten ARDS-Netzwerkstudie deutlich besser geeignet als die erste. Aber es muss einen klaren Zusammenhang geben zwischen FiO2 und applizierten PEEP-Werten. Und es ist nicht tolerabel, dass jemand eine FiO2 von 1,0 erfährt, aber ein PEEP nur von 10. Sei denn, es gibt zwingende andere medizinische Gründe, die jetzt einen hohen PEEP verbieten würden. Aber die sind extrem selten und deshalb ist davon auch deutlich Was wäre das denn? abzuraten. Naja, zum Beispiel die Frage, ist jemand aktuell gerade in so einem schweren Rechtsherzversagen, dass die zusätzliche Nachlast eventuell gefährlich sein könnte für den rechten Ventrikel. Wobei auch da braucht man relativ wenig Angst haben, weil der PVR, das ist ja der entscheidende Parameter für den Nachlass vom rechten Ventrikel aus meiner Sicht, der ist am niedrigsten da, wo die Compliance der Lunge am besten ist. Und die Compliance der Lunge, die wird bei einem niedrigen PEEP-Wert nicht am besten sein, wenn Sie dazu noch eine schwere Pneumonie und ein ARDS haben, sondern die wird wahrscheinlich besser sein bei höheren PEEP-Werten und damit dann auch die Nachlast für den rechten Ventrikel und die Möglichkeit, überhaupt Blut nach vorne auszuwerfen. Das nächste ist, nutzen Sie rationale Maßnahmen, um Ihre Patienten zu beatmen. Nutzen Sie eine PEEP-Tabelle, die einfach und verständlich ist. Und wenn die PEEP-Tabelle Ihnen nicht weiterhilft, dann überlegen Sie sich und suchen Hilfe und fragen um Rat. Aber ein Großteil der Patienten, die jetzt in anderen Zentren zu behandeln ist, ist sicherlich mit dieser Tabelle für den Anfang ganz gut eingestellt und beatmet. Und erst wenn wir hier in die höheren Bereiche kommen, kommen ja dann adjunktive Maßnahmen der ARDS-Behandlung dazu. Also alles, was eben noch so im Reservoir der Intensivmedizin dann vorhanden ist. Und das spielt eben aus unserer Sicht, und das ist für Covid-assoziierte ARDS was ganz Wichtiges, aber für alle Patienten mit einem schweren Lungenversagen, der sogenannte Delta-P-Druck, der darf eben möglichst nicht über 14 cm Wassersäule liegen, um das zu applizierende Tidalvolumen in die Lunge zu transportieren, weil sie sonst auch eine erhöhte Mortalität ihrer Patienten in Kauf nehmen. Und das nächste, und das ist was, was weltweit im Moment eine absolute Renaissance erfährt. Zum einen, weil es endlich eine Arbeit gab, vor ein paar Jahren auch im New England Journal publiziert, dass Bauchlage die Mortalität im schweren ARDS reduziert. Und weil es eben auch aus den frühen Datensätzen aus Wuhan und auch aus Italien klare Hinweise gibt, dass Bauchlage zu einer deutlichen Oxygenierungsverbesserung führt, eben hochwahrscheinlich durch mehrere sich vermischende Effekte. Zum einen, ich drehe den Patienten auf den Bauch. Die vormals basal liegenden Atelektasen sind nun oben und schwerkraftabhängig mache ich sowas wie Atelektasen langsam und vorsichtig eröffnen, ohne dass ich brutal Druck auf die Lunge abgebe, um sie zu rekrutieren.
Also so ein zeitliches Rekrutieren ist da sicherlich auch dabei, auf eine sehr schonende Art und Weise. Und der andere Effekt ist hochwahrscheinlich eine wesentlich bessere Matchung von Ventilation und Perfusion in der Lunge, sodass auch daraus dann ein höherer P-zu-F-Quotient erzielt. Hier muss ich Danke sagen an Dr. Thilo Busch, der mir diese Grafik zur Verfügung gestellt hat. Die ist aus den Zeiten, wo wir noch online intraarteriell den PaO2 messen konnten mit Kathetern, die es heute nicht mehr gibt. Und da sieht man eben, wenn der Patient von Rückenlage in die Bauchlage geht, einen deutlichen Sprung im Oxygenierungsindex, der auch nach dem Rückdrehen auf den Rücken zu einem wesentlich höheren PaO2 führt und zu einem doch sehr moderaten Änderung des arteriell gemessenen CO2-Partialdrucks. Wichtig bei der Lagerung ist eben, und das ist was, wenn es in Massenansätzen angewandt wird, ist, dass sie keinen hohen Druck auf das Abdomen ausüben, dass die Leberperfusion erhalten bleibt, also die Leber darf keinen Druck erhalten, der Darm darf keinen Druck erhalten. Natürlich dürfen die Augen und die Nase keinem Druck ausgesetzt werden, sodass wir heutzutage hier so Lagerungskissen benutzen bei Patienten, die in Bauchlage gehen. Das ist sicherlich, sollte es jemals dazu kommen, dass wir mehr Patienten beatmen müssen, als wir Bauchlagerungskissen haben, auch in modifizierter Art und Weise durchzuführen mit Betten und Laken. Da drehen wir gerade auch ein Video, was wir gerne dann auch teilen, um eben eine sichere Bauchlagerungstherapie auch ohne solche Kissen hinzukriegen. Und bei uns am Zentrum, wo dieses Bild entstanden ist, wir lagern natürlich auch alle Patienten an venovenöser ECMO auf dem Bauch. Das sind eigentlich so Dann die. durchgeht eigentlich oder werden die dann noch gedreht oder? Nee, eben nach der besten Evidenz, die wir haben, die werden 16 Stunden auf dem Bauch gelagert und das Ganze dreimal. Ab einer FiO2 von 0,6 empfehlen wir das. Dann muss man eben nach jeder Bauchlagensession gucken, profitieren sie nicht. Aber die Empfehlung in der Richtlinie respiratorisches Versagen ist eben dreimal 16 Stunden Sessions, es sei denn, es gibt Gründe, dass man das nicht durchführen sollte, wie zum Beispiel schweres Schädel-Hirntrauma, intrakranieller Druck. Das sind sicher Situationen, wo die Abflüsse aus den kranialen Gefäßen offen bleiben müssen und die gegen eine Bauchlage sprechen. Aber es gibt relativ wenig Gründe, die eine Bauchlage verbieten. Über die Zeit betrachtet, hier ist aufgetragen auf der linken Ordinate der Peakwert und auf der rechten im Blau das Tidalvolumen und genauso sind hier auch die farblichen Einheiten. Sind wir über die Zeit aus den 60er Jahren, als PEEP überhaupt in die Medizin von Ben Dixon eingeführt wurde, in eine Situation gekommen, bis hin zur ADS-Netzwerkstudie, wo der PEEP deutlich angestiegen ist, der mittlere PEEP-Wert. Und aktuell ist die Frage, ob man mit höheren PEEP-Werten die Mortalität weiter reduzieren kann, noch offen. Was ganz klar ist, es gibt einen berechtigten Trend zur Abnahme der Tidalvolumen und es gibt auch erste Hinweise, bis jetzt allerdings nur von einer Arbeit hier aus der Charité, dass ultraprotektive Beatmung, das heißt extrakorporale CO2-Removal beziehungsweise sogar extrakorporale Oxygenierungsverfahren plus ein ultraniedriges Tidalvolumen das Überleben weiter verbessern können. Damit bin ich erstmal durch. Ich hoffe, es war nicht zu lang oder langweilig und ich freue mich natürlich über eure Fragen. Alles, was ich beantworten kann, versuche ich zu beantworten und halte mich hier daran, dass ich natürlich nur das beantworte, wo ich auch eine klare Antwort geben kann. Und sonst gebe ich gerne dann die entsprechenden Leute, die man fragen kann, bekannt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Total spannend. Ich habe eine ganze Menge gelernt und vor allem gemerkt, wo ich selber noch mal ein bisschen nachlesen muss. Ich bin ja aktuell in der Notaufnahme eingesetzt und habe so davor kardiologische Ausbildung genossen. Und wenn ein Patient kommt und der kriegt schlecht Luft und hat eine schlechte Sättigung, versuche ich natürlich zu schauen, dass der Supply dann besser wird und gibt ihm die Nasenbrille oder die Maske. Und vor dem Setting, also das haben wir jetzt gehört. Das Setting, was wir jetzt gerade so im Rahmen von Covid jetzt so vor Augen haben, das ist so das, wenn ich gleich zum Dienst gehe, irgendwie wissen muss. Was mache ich denn dann? Ich drehe den Sauerstoff hoch und was mache ich dann? Also ich glaube, was ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass von all dem, was wir bis jetzt wissen, was wir aus der Literatur können, dem wenigen und auch sicherlich nicht mit viel Evidenz, aber hochrangig publizierten Daten aus China und jetzt auch langsam aus Italien und den eigenen Erfahrungen aus Berlin, die wir mittlerweile ja generiert haben über die letzten 14 Tage,
ist es so, dass Covid-Patienten oft schwer hypoxem in ihre Notaufnahme kommen. Sättigungswerte zwischen 40 und 60 sind keine Seltenheit und natürlich ist Sauerstoffgabe die erste Therapiemaßnahme der Wahl. Dazu eine klassische Klinik, also alles hochverdächtig auf Covid. Wir empfehlen aktuell, und das müssen wir jetzt auch noch in der Verfahrensanweisung, die nächsten Tage dann auch im Intranet zu finden sein wird, verstaatlichen, dass die Nasenbrille als Sauerstofftherapie geeignet ist für einen Bereich zwischen 6 und 8 Liter Sauerstoff. Aber natürlich mit zu inkludieren sind die körperliche Untersuchung des Patienten und die Response auf den Sauerstoff. Also eine Atemfrequenz von über 30, eine Sättigung von kleiner 90 bei 6 Litern pro Minute über die Nasenbrille ist sicherlich nicht zu tolerieren. Und der nächste Schritt, und so wird es dann auch in dieser zentralen Verfahrensanweisung stehen, wird sein, dass dieser Patient intensivpflichtig ist. Und aus unserer Sicht ist ein Versuch mit HyFlo durchaus gerechtfertigt, weil HyFlo eben verschiedene Vorteile hat. Sie können die FiO2 besser titrieren und einstellen und auch den Gasfluss einstellen, sodass bei guter Anwendung auch ein gewisser Piepeffekt resultiert. Und viele Patienten quittieren das mit einer deutlichen Abnahme der Dyspnoe. Und wenn das gut funktioniert, ist es sicher ein Verfahren, was Sinn macht. Was ich ganz schön finde, ist auf der aktuell erfahrensten Station hier in der Charité Intensivmedizin wird das sogenannte sichere HyFlo praktiziert. Das heißt, die Patienten machen dann, wenn sie HyFlo machen, immer wenn jemand das Zimmer betritt, auch nochmal so ein MSN, so ein Mund-Nasen-Schutz über die HyFlo-Brille, sodass die aktuelle Viruslast von dem Gas, was an der Seite entweicht, erstmal ein bisschen reduziert wird, dadurch, dass der Großteil der Viruslast hier im Mund-Nasen-Schutz hängen bleibt. Und wir sind uns relativ sicher, dass es keinen Sinn macht, solche Patienten, wenn sie denn mit HyFlo nicht zu halten sind und die Oxygenierung nicht deutlich besser wird, dann mit NIF zu behandeln. Nicht? NIF ist immer ein Verfahren mit einer hohen Gefahr fürs Personal, weil die Masken oft schlecht dicht sitzen. Und weil die Patienten dann eben auch in der Hypoxämie, obwohl das scheint tatsächlich bei COVID-Patienten anders zu sein als bei allen anderen Lungenversagenspatienten. Die COVID-Patienten, ist so das, was wir aus den Gesprächen mitkriegen, die sind sehr lange sehr bewusstseinsklar. Das ist ein reines Einorganversagen am Anfang und nicht sofort ein Kognitionsversagen. Sicherlich ist maßgeblich für die Langzeitauskannschäden die Rate an die LIA und Post-Intensive-Care-Syndrom, was ja reine Syndrome des Gehirns sind, die man jetzt ordentlich evaluieren muss. Aber initial sind die Patienten gut bewusstseinsklar und machen mit, sodass man eigentlich relativ wenig Angst haben muss, dass sie sich die Maske abreißen. Wir glauben trotzdem, dass wenn überhaupt ein Versuch von NIF nur dann gerechtfertigt ist, wenn man es für eine kurze Zeit macht in einem extrem kooperativen Patienten und der muss dann aber auch damit zügig und sofort besser werden. Empfehlen werden wir es nicht, sondern die erste Empfehlung aus verschiedenen Gründen nach dem HyFlo ist dann tatsächlich die invasive Beatmung nach der endotrachealen Intubation. Und ich glaube, das ist was, wo die Patienten deutlich von profitieren werden, wenn sie dann auch Piep in adäquatem Ausmaß erhalten, das Tidalvolumen reduziert ist. Weil was macht ein Patient, der spontan atmet? Der atmet mit einer hohen Frequenz, hohe Tidalvolumen, um seine Oxygenierung aufrechtzuerhalten. Und da gibt es gute Daten in der Literatur mittlerweile, dass es etwas gibt, was wir heute Patienten selbst induzierter Lungenschaden nennen. Also sie haben eine erkrankte Lunge und diese Lunge schädigen sie selber, nicht wir mit dem Beatmungsgerät, sondern in der Spontanlunge mit hohem Tidalvolumen, in einer hohen Frequenz. Das heißt, die mechanische Energie, die auf die Lunge appliziert wird, ist extrem hoch. Und nicht nur, dass es dann hinterher zu einer muskulären Erschöpfung und zu einem Versagen kommt, sondern sie schädigen die Lunge damit auch noch selber. Und deshalb glauben wir, dass an dieser Stelle dann die invasive Beatmung die richtige Therapiemaßnahme ist. Das heißt, wenn der Patient nicht mit Sauerstoff sofort respondiert und darunter eine Ruheatemfrequenz von unter 20 hat und die Sättigung sicher bei 95 liegt mit 4 bis 6 Litern, dann ist der Schritt aus der Notaufnahme direkt auf eine Intensivstation da. Und wir schlagen vor, dass man dann entweder die üblichen Bettenkoordinatoren an den Campi anruft oder eben die COVID-Zentrale. Wir reden sowieso dann untereinander und wir finden auf jeden Fall ein geeignetes Bett für den Patienten. Für die Intubation, die ja, also die invasive Beatmung, die ja dann irgendwie ansteht, wenn der Patient und die Patientin nicht also adäquat antworten würde auf einen Sauerstoff, erhöhten Sauerstoff-Supply,
Da gibt es jetzt auch ein neues Setting, was wir da haben. Genau, das ist schön, dass du es erwähnst, weil mir das sehr am Herzen liegt. Die endotracheale Intubation von Covid-Patienten ist ja für den Provider, also für denjenigen, der sie durchführt, ein risikoreiches Verfahren. Und sie muss unbedingt durchgeführt werden von den bestverfügbaren Fachmenschen dafür. Das heißt, was ganz wichtig ist, ist, dass die Erfahrung hoch ist für die Intubation und auch, dass die Intubation so durchgeführt wird, dass dabei keine Zwischenbeatmung erfolgt, wenn es irgend geht. Einfach um durch dieses Draufdrücken auf die Maske und das Bebeuteln die Viruslast im Raum für den direkt darüber stehenden, im besten Fall noch mit einer FFP2-Maske geschützten Intubateur oder Intubateurin zu vermeiden ist. Deshalb sagen wir machen Rapid Sequence Induction und wir raten ganz doll dazu, Anspruch zu nehmen von einem von uns eingerichteten Intubationsservice für Covid-Patienten. An jedem Campus hält die Anästhesiologie 24/7 jetzt für die nächsten Wochen jeweils ein Team vor, was nur dafür da ist, wenn sie absehen können, dass sie intubieren müssen, wenn sie absehen können, dass der Patient deutlich in die Richtung von invasiver Beatmung geht, können Sie immer die Stern 8877 wählen und da geht dann immer der richtige Mensch dran, der Ihnen sagen kann, wie lang der Zeitabschnitt ist, bis er da sein kann, ob er gerade irgendwo gebunden ist und der Ihnen entweder dann selber hilft oder Ihnen geeignete, erfahrene Intubateure zur Verfügung stellt. Wir haben dazu eine ganze SOP geschrieben, einen ganzen Film gedreht. Auch den teilen wir natürlich später dann gerne, wenn er fertig geschnitten ist. Aber diese Intubation, die birgt ja Risiken für denjenigen, der das durchführt. Und die kann man deutlich minimieren, wenn man ein paar allgemeingültige Sicherheitsmaßnahmen beachtet. Und deshalb haben wir diesen Service eingerichtet. Stern 8877, immer erreichbar. Und wir freuen uns, wenn er in Anspruch genommen wird. Eine Frage von Herrn Kübler, den wir beide grüßen. Ach, Ja. du, meine besten Grüße. Und Herr Kübler fragt, haben die Covid-19-Patienten einen deutlich erhöhten Shunt? Das ist eine ganz spannende Frage. Die Frage, wenn ich das so sagen darf, Wolfgang, rekurriert, nehme ich mal an, auf besagten, berühmten und bekannten Gattinoni, der ein Papier zirkulieren lässt, in dem er sagt, die Patienten mit Covid-19, die hätten einen sehr großen Shunt, also einen großen Anteil an Blut, was durch die Lunge strömt, ohne vorher an Alveolen vorbeigekommen zu sein, die belüftet sind. Ich kann darauf keine klare Antwort geben. Ich habe auf unserer Station noch nie den Test gemacht, um so einem Covid-Patienten mal NO zu geben. Da müsste man wahrscheinlich jetzt hier Alexander Uhrig mit dazuziehen. Ich persönlich denke, dass die Erfahrung, die wir bis jetzt machen, eher eine ist, die dafür spricht, dass es nicht Shunt und überschießende hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion ist, worauf du ja sicher rekurrierst, Wolfgang, sondern hochwahrscheinlich doch eine Störung der Endothelbarriere und dann eben eine Entzündung und eine Zunahme von Infiltrat bzw. Wasser auch in diese gestörte Barriere rein ist, die es abzudichten gilt. Vielen Dank. Kollege Kunz, den ich auch grüße, schreibt gerade, also ihn würde interessieren, ob man bei Albuminsubstitution, FFP-Gabe, ja, ob man da Sorge haben muss, das Lungenwasser durch den Capillary Leak noch zu vergrößern oder bei Hypalbuminämie ist das dann kein Problem oder wie sieht man das Also aus? da würde ich erstmal ganz breit antworten und sagen, dass natürlich eine negative Flüssigkeitsbilanz ein anzustrebendes Ziel in der ARDS-Therapie ist. Eine positive Flüssigkeitsbilanz ist mit einem schlechteren Oxygenierungsindex und einer abnehmenden Möglichkeit für Sauerstoffaufnahme ins Blut eindeutig einhergehend. Die Frage, ob Albumin oder Plasmen das beste intravasale Mittel sind, was wir anbieten können,
die kann man im Moment überhaupt nicht beantworten. Sicher ist, dass beides Albuminen für den plasmaonkotischen Druck oder auch FFPs eine geringere Tendenz haben, schnell über die alveokapilläre Einheit in die Alveole zu gehen, zumindest deutlich langsamer als freie kristalloide Flüssigkeiten. Früher gab es immer das geflügelte Wort von der staubtrockenen ARDS-Lunge. Da sind natürlich noch viel mehr Aspekte zu berücksichtigen dabei, aber sicher ist eine restriktive Flüssigkeitsgabe und eine Negativbilanz ist zumindest für die Anfangszeit, ohne dass jetzt ein septischer Schock vorliegt, eine Therapiemaßnahme, die evidenzbasiert und wichtig ist. Okay, vielen Dank. Jetzt haben Sie gezeigt, dass die Leitlinien oder die Evidenz bisher in der Implementierung weiterhin noch zu verbessern ist. Ja, sagen, dass sagen, die Leitlinien, wir haben, dass die noch nicht so durchgesetzt sind. Woran liegt das denn? Ich glaube, die Kollegen haben ja auch Narrative und Rationale, wie sie machen. Wie sie das machen. Ist das mehr so eine Traditionssache, dass das noch nicht abgelöst ist? Oder hat man Sorge, dass man irgendwie so hohe Piepdrücke einstellt? Oder was ist das, was den Kollegen durch den Kopf geht? Also ich glaube, das ist ein Mischbild. Das eine ist natürlich der akute Effekt von Piep. Ein Patient, der eh schon katecholaminpflichtig ist, um den Blutdruck aufrechtzuerhalten, der dann auch noch einem plötzlichen Piepanstieg ausgesetzt wird, der hat natürlich oft viel weniger Blutdruck. Das andere ist, und das ist was, was oft sehr irritierend ist, lungenprotektive Beatmung mit höheren Piepwerten und reduzierten Tidalvolumen ist erstmal keine Beatmung, die sofort zu einer Oxygenierungsverbesserung führt. In allen Studien, die ich Ihnen mit diesen Tabellen gezeigt habe, ist es so, dass die Oxygenierung, also die P zu F-Quotienten, PaO2 geteilt durch FeO2-Quotienten, in den mit lungenprotektiven Beatmung behandelten Patienten niedriger war als bei der traditionellen Beatmung mit großen Tidalvolumen. Das heißt, da ist eine hohe Hemmschwelle, das Tidalvolumen zu reduzieren, weil dann eben oft auch daraus resultiert, dass die Sättigung erstmal nicht unbedingt besser wird, sagen wir es mal diplomatisch. Und wenn man dann dazu noch Schwierigkeiten hat mit der Einstellung von In- und Expiration oder manchmal auch Direktiven, also ein Piep von höher 15 machen wir hier nicht, oder wenig Erfahrung, dann ist es eben eine große Hürde, nachts bei Aufnahme von einem ARDS sich an die Evidenz zu halten. Und dazu kommt eben, dass tatsächlich die Zentren, die auf ARDS spezialisiert sind, Zentren sind und spezialisierte Zentren sind. Und die Niedrig-Tidalvolumen-Beatmung und der höhere Piepwert zwar mittlerweile als Holy Grails auch überall in der Literatur zu finden sind, aber eben auch offensichtlich noch Verbreitung suchen durch Promoting, wie zum Beispiel im Rahmen von Sepsis-Bundles, von denen ja jeder schon mal gehört hat. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Hemmschwelle. Und auch da, wir sind immer auch in der Nicht-Covid-Zeit unter der 551-024 zu erreichen für Berlin und Brandenburg und freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Fragen und versuchen gern mit Ihnen zusammen Probleme zu lösen, nachts, tags. Einfach Bescheid sagen. Wunderbar. Dann würde ich abschließen mit einer Frage, die Herr Lange gestellt hat. Und zwar, das waren Daten für In-Hospital-Mortality. Wie ist das denn? Wir sehen das ja auch in anderen Fachbereichen, dass wir In-Hospital-Mortality schaffen zu reduzieren und dann sind die Patienten aus dem Krankenhaus entlassen und dann sterben sie da. Ja. Wie ist denn das hier? Also die langen Nachbeobachtungen von ARDS-Kohorten, die sind relativ erschreckend. Weniger was die Mortalität angeht, also es ist nicht so, dass dann nochmal der Großteil der Patienten hinterher verstirbt und wir sehen es nur nicht, sondern diese Differenz, die bleibt schon erhalten. Aber was erschreckend ist, ist, dass die Patienten ganz häufig neuromuskuläre Schäden davontragen, also was in die Literatur als Critical Illness Myopathie und Neuropathie Eingang gefunden hat. Und dass zum Beispiel nach einem Jahr weniger als die Hälfte der Patienten zurück in Arbeit ist. Die Rate an Depressionen, die Rate an Depressionen bei Angehörigen in der Familie ist deutlich höher.
Also das ist eine immense psychische Belastung, so ein ADS zu überleben. Und die Folgeschäden für das Individuum, die Familie und die Gesellschaft, die sind eben ganz beträchtlich. Aber das ist sicherlich auch ein Zweig der Nachbeobachtung, der erst so in den letzten 10 Jahren an Datenbasis gewonnen hat. Und da ist noch ganz viel zu tun. Deshalb glaube ich, das ist eine ganz wichtige Frage, weil eben In-Hospital Mortality kein patientenzentriertes Outcome ist. Und deshalb danke ich Ihnen für diesen Hinweis. Gut. Ich hoffe, dass wir dich nochmal gewinnen können für uns. Ich glaube, wir können eine ganze Menge lernen. Vielen, vielen Dank. Ich habe heute schon viel gelernt. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen auch. Vielen Dank für die Fragen und freue mich auf bald. Ja, Merci. mein Dank auch und alles Beste, wo immer ihr auch seid.